Eigentlich kann ich jetzt noch mal. Oh, Frühstück kann ich. Nee, Frühstück ist auch gar nicht. Dann. Was kann er denn machen? Gericht zubereiten, Kochfähigkeit lernen. Ja, okay, dann serviert er halt noch. Frühstück servieren. Macht halt noch mal Waffeln. Das ist okay. Wir ernähren uns von Waffeln und Liebe. Es passt. Und bei ihr. Ja. Oh, wir machen das jetzt mal so. Und warten mal, bis sie ein bisschen Geld verdient hat oder so. Das putze Nein, 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 nicht gehen, nicht gehen, nicht gehen. Ein bisschen schnüffeln lassen. Geh weg von deinem scheiß PC. Lass den Hund die Hand beschnüffeln. Das ist süß. Zum Glück brauchen wir die Zeitung nicht. Du bist da laut. So, so. Hallo, Kleiner. Zuneigung. Leckerchen geben. Ja, wer ist da vorne? Ja, wer? Oh, ist das süß, ist das süß. Oh, streunender Hund. Zuneigung, reden mit. Magst du auffliegen? Oh, du hast bestimmt ganz viele Fliegen, weil du bist ein Streuner. Ja. Tauziehen. Kann man das? Können wir das? Ach, die zaubert es einfach aus dem Arsch raus. Okay, verstanden. Das mache ich ausnahmsweise. Oh, ist das süß. Oh, kleines Hündchen. Kann man nur ein kleines Hündchen zum Streuner werden lassen? Das geht nicht. Vor allem nicht so. Was seht ihr, wie süß das ist? Oh. Okay, spielen, Spaß haben. Spaß haben. Aber Spaß mit ihm. Ah, er ist schon fertig. Okay. Dann mal Rost wegstellen. Da gehen wir jetzt noch gleich zusammen mit den beiden auf das Sommerfest. Freue mich richtig. Robert möchte Meisterkoch, Küchenprofi und Gourmetkoch werden. Um dieses Ziel zu erreichen, muss er viele Stunden am Herd schwitzen und seine Nase häufig in Kochbücher stecken. Seine Nase, Ja, hier. Doch wer so viel künstlich heute echt Köstlichkeiten auf den Tisch zaubert, wird niemals einsam sein. Das stimmt, das stimmt. Angehen. Bring dir dein Essen zum Restaurant, bevor die Zeit abgelaufen ist. Okay. Wir öffnen den Kühlschrank. Nochmal. Es kann drin bleiben. Dann kann er nicht, weil er Essen Teller nehmen aufräumen. Nein, kann er nicht. Dann kann er das Gericht gleich mal wegbringen. Danach gehen wir einfach dahin. Genau. Sie kann er mal Rechnung zahlen. Rechnung. Die Zauberhand. So. Geld wird knapp. So, dann schreibt sie noch weiter, bis er damit fertig ist. Schreiben, Angriff der Riesenspinnen, weiterschreiben. Und dann werden wir zusammen aufs Sommerfest gehen.
Und da Spaß haben und hoffen, dass da viele Leute sind, die irgendwann eh nicht mehr in der Stadt leben werden, weil ich sie alle rausschmeiße. Oder fast alle. Ach so, ihr müsst ja dann auch. Ja. Ja, gerade. Jetzt muss ich auch noch gleich niesen. Okay, doch nicht. Puh. Ich dachte schon. Ach, ich bin noch bei Sarah drin. Ein Tag und eine Stunde. Hä? Egal. Wie werden merken, dass ich mich verlesen habe? Bauteilgericht einreichen. Ah, noch ein Tier. Na, komm, wir werden alle mit den Tieren des Waldes spielen. Tiere des Waldes, genau. So, du darfst dann gleich noch aufs Klo benutzen. Säubern kann man später noch. Dann, ach, essen werden wir einfach im Sommerfest. Das machen wir so. Wo ist er denn? Ah, der ist schon in seiner Arbeit sogar. Mal schauen, was es wird. Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Oder doch einfach nur ein gutes Gericht? Wir werden es nie erfahren. Ich hoffe, er braucht nicht zu lange, wenn... Das haben wir noch mal heimgehen lassen, oder macht man das? Wir machen dann einfach hier... Achso, weil er gerade... Kann ich... Es... Ja. So. Um Verabredung bitten. Herzlichen Glückwunsch. Dein Essen hat den Kampfrichtern und allen anderen Kandidaten geil aus den Socken gehauen. Echt, heute ist Gott. Diesem Geldpreis hast du dir regelrecht verdient. Wow, voll viel. Hallo, ich dachte, mein Gericht wäre gut. Also nochmal. Herzlichen Glückwunsch. Mann, ich hoffe, das nächste Mal bin ich nicht so durch den Wind. Ja, schau mal, da steht jemand neben dir. Echt, die Charaktere sind irgendwie cool. Oh, er hat auch Hunger. Ja, Essen kriegt ihr auch alle beide gleich. Hast du es? Kann er dich jetzt fragen? Kann er dich... Wie schnell... Was machen die mit der Toilette? Ich will es gar nicht wissen. Fragt er die jetzt ganz romantisch vor dem ekelhaften Klo jetzt. Warte. So, jetzt darfst du fragen. Und Sarah, willst du mit mir auf das Stadtfest gehen? Auf das Sommerfest? Ja, klar. Und die Scheißtoilette ist mir egal. Das ist total süß und romantisch. Wir haben so viel gemeinsam. Ich würde... Die sind eh schon zusammen. Und war dann eine Verabredung. Ja, süß. Macht... Also, jetzt mal ganz ehrlich, wer macht die ganze Zeit... Wo war denn das? Das war hier unten, oder? Ja. Mit Verabredung. Wir suchen. Und sind wir gleich dort. Ah, das wäre cool. Hoffentlich. Da ist eine Mietertatze. Und da auch. Ist das süß. Also, ich weiß ja, also, erstens, es sieht scheiße leer hier aus. Ne? Wird trotzdem cool. Es wird schon noch. Es wird richtig toll. Ja, das wird schon noch. Wir können ja. Was ist denn das?
Wettessen teilnehmen. Boah, komm, lass mal die zwei am Wettessen teilnehmen. Oder warte, lass mal. Wettessen teilnehmen mit. Es ist. Also warte erstmal, wo seid ihr? Warte. Wie lang? Bitte was? Ja, hallo? Wollt ihr jetzt mal dahin fahren? Mann, Sims. Pause. Wieso geht eigentlich die Zeit so schnell vorbei? Könnt ihr nicht mal, wenn ich das sage, ihr sollt hier. Ja? Könnt ihr jetzt mal beeilen euch? Ich würde gern heute noch das Stadtfest, Sommerfest besuchen. Egal wie viel Hunger ihr habt, ihr werdet jetzt an dem scheiß Wettessen teilnehmen. Dann habt ihr eh keinen Hunger mehr. Dann werdet ihr noch Rollschuh fahren. Wenn nicht, dann mache ich, dass ihr das können. Ach, noch ein Pferd. Irgendwie. Gott, jetzt noch die Jerry Pferd, das Wildpferd. Irgendwie ist da echt. Weiß nicht. So. Ah, das ist schön. Ah, die machen gerade. Okay. Dann ankauf dir Essen kaufen. Du auch. Essen kaufen. Kauft euch erstmal Essen. Wenn ihr nicht schon teilnehmen könnt. Und gleich verhungert. Ah, Andy klingelt. Was wollen wir dann? Eichhörnchen? Pommes mit Chili und Käse. Ach komm, der ist schon klar, wer gewonnen hat. Da ist nicht mehr. Robert hat sich zu einem Ausflug in die Natur entschlossen und ist in den Park gegangen. Der Geruch von frischem Gras. Ja, ich glaube echt, dass wenn so ein Fest ist, dass da voll das frische Gras ist, ne? Also der Geruch vom frischen Gras kommt da so voll durch bei den Imbissbuben, bei der Menschenmasse. Also okay, jetzt sind nicht so viele Menschen da, aber ihr wisst, was ich meine. Das Rascheln der Bäume werden ihm noch eine Weile in Erinnerung bleiben. Also das Rascheln der Bäume, während die anderen miteinander geredet haben. Und ja, okay. Ich lasse das. Er kriegt Chicken. Wegkaufen. Dann hier. Rangehen. Ah, schmeckt sogar lecker. Bring 3 Bücher, die du selbst geschrieben hast, ins Rathaus und spende sie als Futter, Belohnung, keine. Nee. Das können sie vergessen. Aber man kann jetzt mal hier fahren. Und schau, du kannst auch gleich mal damit fahren. Oh, seht ihr das? Ist das nicht knuffig? Oh,
kleines Babyhörnchen. Oh, der Müller. Oh, das macht sie süß. Sarah hat sich zu einem Ausflug in die Natur. Ach so, das haben wir bei Robert schon. Ja, okay, dann lassen wir das. Na, schaut mal, wie süß das ist. Können die auch schon zusammen? Drehen mit Sarah. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Es wird nichts, glaube ich. Chiraco. Chamushka. Mushka. Süß, die sind nicht mal hingefallen.